VGStorm.com presents The Gate. New game, new game. Ja, okay, new game, new game. Ist auch gut. Guten Tag alle miteinander, wir haben eine richtige The Gate Party heute. Ihr merkt also schon, The Gate ist Thema heute und wir haben natürlich auch einige, die hier zugeschaltet sind und deswegen Party. Zum Beispiel die Carmen. Ich fange heute mal mit der Carmen an. Bei der letzten Aufnahme habe ich mit jemand anders angefangen, aber Ladies first. Carmen, guten Tag. Guten Tag. Dann haben wir den Kevin. Hallo. Dann haben wir den Felix. Guten Tag. Und den Malik. Einen wunderschönen guten Tag. Du bist hier nicht in der Telefonzentrale, du kannst ruhig auch... Du kannst auch, was du immer sagst. Du kannst auch Hi sagen. Hi. Kevin, hi. So. Hi. Wir haben uns vorgenommen, The Gate aufzunehmen, neu aufzunehmen, ein Remake sozusagen. Und das muss jetzt nochmal... Also Kevin, hast du dir mal einen Text zurechtgelegt jetzt? Ne? Ja, so ein bisschen, warum das mit mir nicht weiterging. Liegt daran, dass der Rechner kaputt gegangen ist und mit den ganzen gespeicherten Daten und deswegen konnte ich es nicht weiterspielen, leider. Naja, deswegen machen wir es jetzt neu. Gut, ich habe auch nochmal nachgeguckt, im OBS die Aufnahme läuft. Sehr schön. Load Game. Und wir machen nicht New Load Game, wir machen New Game, wie er schon zweimal gesagt hat. Fand ich übrigens sehr lustig, warum er das getan hat. Ich habe es ein bisschen lauter gemacht, deswegen hat er das wohl irgendwie als Tastendruck interpretiert und hat dann gleich ein paar Mal New Game gesagt. New Game, New Game. Schade eigentlich. Ich hätte gern diesen Intro-Text gehört. Aber gut, was soll's. Ihr kennt ihn ja. Falls ihr ihn nicht kennt, könnt ihr in den Videos von Kevin gern nochmal nachhören. Auch die Story könnt ihr dort nochmal nachhören, weil ich hatte eigentlich beschlossen, wir fangen gleich an. Wir machen das ein bisschen kompakter, weil ja schon einiges in den Videos von Kevin erklärt wird. Ein paar Sachen werde ich mit Sicherheit auch korrigieren, denn manche Sachen hat Kevin in dem Fall, zumindest meiner Meinung nach, ein bisschen falsch erklärt. Aber ja. Ist ja auch egal. Wir machen das jetzt einfach so. New game. Und ich werde mich jetzt von einem Slot verabschieden. This slot already contains save data. Do you wish to overwrite? Yes. Auf Wiedersehen. Please select the difficulty you want to play on. Easy. Ja, wir nehmen easy. Is this your first time playing the gate? Das yes. würde ich anlassen, weil da ja die Monster erklärt wird. Aber die werden doch in den anderen Videos auch erklärt. Also wir, ja, aber ich bin ja nicht weit gekommen. Also ach nicht so. Sehr weit. Oh Gott. Okay. Ja, na gut. Okay, dann lassen wir das an. Dann können wir auch die Story anlassen. Also, ich meine, wenn wir jetzt das andere alles schon anlassen, dann können wir das auch anmachen. Das stimmt. So, dann richtig. Lasst uns mal die Story hören. Loading. Please wait. Nachdem er geladen hat. Genau. Mom? You're looking much worse today. Mom? I wish I could hear your voice. I wish you'd speak to me. You've not spoken in 3 days. Your breathing doesn't sound healthy either. Mom! Are you okay? Please, please speak to me. Please, just speak my name. I'm worried you've caught the plague that's been killing so many of our people. I'm gonna go get a doctor. I'm gonna get someone who can help you. Patrick. Come on! Come on! Faster, you dumb animal! Aua. Rums. Autsch. Where am I? Where am I? Mother! My eyes are starting to adjust here. Prison bars? Am I in jail? But... this doesn't seem right.
It's like a dungeon. It's like something out of a horror film. Though, it looks like I can break those bars if only... Hello? There we go. Who's out there? I can't see outside of my cell. Hello? Are you a fellow prisoner? Yes. My name is Patrick. I was trying to travel to a nearby village to fetch a physician to come and examine my ill mother. On my way, though, something knocked me off my horse. I awoke down here and managed to break through the prison bars. I think they were rusty or something. You're in the dungeon of Hell's Castle. Hell's Castle? That's the name of the castle, Hell's Castle. Don't worry, you're not dead or anything. So, what are you in prison for? It's a long story. Let's just say I had a bit of a disagreement with a fellow vampire. Vampire? You're, Well, I'm not like the other vampires here. Don't get the wrong idea. It's because I'm not like them that I'm in prison. Can you help me get out of here? My mother's life could depend on it. There's not much I can do from in here. Just head upward. I'll keep in touch with you telepathically if there's something really important I need to tell you. In the first level, you will encounter several objects and enemies that you'll be unfamiliar with. Vases, which you hear quietly to your right, are largely decorative objects that you can break with a single chop of your knife. Though most are empty, you will often find a helpful item inside others. You will encounter a goblin enemy who sounds like this. Goblins don't do much except run towards you and slice you with their powerful long dagger. You will also encounter rats. Rats are much like the goblins, but slower and do less damage. Whenever they hit you, however, they may poison you. When you are poisoned, you can tap to an item called the Holy Supplement, which acts as an antidote to the poison. You'll also encounter bats, which both act and sound similar to rats. This is not cooler. Bats are harder to hit than rats, but they usually die with a single hit from any weapon. Ghosts are mean creatures. Die sind fies, eh? They can't attack you, but if they touch you, you'll instantly die. They aren't hard to kill, but they sure are fast. The last enemy you will encounter in this level are gremlins. Gremlins are too fast for you to chase. They will run up to you, attack you, then run away. You need to kill them before they reach you, or take a hit and kill them when they come back for another shot at you. That's a hole. Fall in there, and you are instantly dead. You are notified of the hole by two squeaky floorboards. Be careful, though. You need to pay close attention. These are the stairs that will take you to the next level. You can't take the stairs until you've taken care of all the enemies remotely close to them. Shift and enter will allow you to climb them. That's it for the first level. Get ready to fight. Irgendwie hat er ein komisches Englisch, muss ich sagen. Ja, touch you. Touch you. Hey, touch you. So, Näschen. Aua. Aber ihn hat auch erwischt. 8% Health remaining. Welche waren das jetzt? Das sind die Gnome. Goblins. Wie auch immer. Holy Supplement. Oh, sehr gut. Aua. Autsch. Yeah. Hey, oh, guck mal, was da hinten ist. Hallo. Ich hüpfe, weil das ist irgendwie schneller. Na! Ich hätte voll gerne das Haustier. Haut ab! Oh, 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 oh. Ja, gleich. Na geil. Erstmal den hier. Komm her, komm her, komm her! Also. Komm her, Akku leer. Das klingt. Holy Supplement. Sehr schön. Arrow Pouch. Okay. Boah. Das war aber knapp. Ja, komm her. Und der kann da ganz gechillt da über. Ja, das ist auch, das ist eigentlich was, wo ich wirklich gesagt habe, das ist eigentlich gemein. Ja. Wir müssten eigentlich genauso. Können die nicht rein? Nein. Nein. Die können alle da wie bei Q9 oder so. Nee, nee. Das war mal cool. Ey, rate. Au. Und Ledermaus und. Holy Supplement. Und 95% Health remaining.
kaputt. Da war nichts drin. Checkpoint. Boah. Bäh. Mach auch mal bäh. So mach ich. Ich mach auch mal. Noch einer. Und ein Geist. Das Nest. Boah. Boah. Das war knapp. Ja. Ich höre nichts mehr. Boah. Und das klingt so süß. Arrow Pouch. Ja, die können wir später brauchen. Solange ich kann, benutze ich das Messer. Angel Breath. Ich habe immer den Fehler gemacht. Ich habe mir die Pfeile nicht aufgehoben. Ja. Wollen wir noch kurz was probieren? Du bist gerne in Löcher gefallen. Gut. Ja. Das klingt aber jetzt, also wirklich, ja, möchte ich mal, also, ne? Ja, naja. Also die eine Folge ist legendär. Ja. Loch an Loch und fällt doch. 93% health remaining. Boah. Tschüss. Oh, kommt schon einer. Huibu. Naja, das war nicht Huibu, das war der böse Zwilling von Huibu. Jetzt war das. 92% health remaining. Die klingen so geil. Ja. Ey. Aua. Nein, nicht Oh, auf. Nee. Angel's Breath. 3. 100% health remaining. Sehr schön. Kommt jetzt nicht auch gleich dieses Wasser? Ja, das kommt jetzt auch noch, ja. Oh, links. Ja, ich weiß. Ich sehe es. Ich höre es. Ich weiß, ich sehe es. Ich höre es. Ich brauche ein bisschen mehr Konzentration als ihr. Hey, wo verschwindest du wieder? Komm wieder her. Hat keinen Bock. Oh. Ach, nee. Muss ich dich jagen? Ich muss, guck mal, ob ich dich jagen muss. Kann doch auch so gehen, oder? Nee. Tatsächlich. Du musst ihn erst töten und dann kannst du. Dann kannst du so. Mal. Your game has been saved. The first new enemy we'll talk about in this level is the animated statue. The animated statue is very slow, but packs a punch if you let it hit you. It's very defensive, so killing it won't be easy. Oh, die hasse ich. The immortal corpse is the only other new enemy in this level. It is a fast enemy which attacks rapidly. It cannot be killed, but when you attack it for long enough, it will run away and never come back. There are some new objects in this level, though. That is a slime wave. It is a wave of sludge that will deal massive damage if it hits you. You need to time it right and jump over the slimy wave so you don't take serious damage. Yeah. Oh, jetzt kommt es. Ah, what a relaxing sound. This is the healing spring. You'll need it. When you step into it, your health will be restored to 100%. And finally, the trapdoor. The trapdoor acts exactly the same as the staircase. That is, move onto it and press Shift Enter to proceed to the next level. That's it for level 2. Ach nee. Arrow pouch. Arrow pouch. Arrow pouch. Arrow pouch. Alter, zwei. Drei. Arrow pouch. Boah, ii. Arrow pouch. Voll witzig. Arrow Pouch. Sind die nervig? Nee, ich Arrow cool. Pouch. Also von der Machart. Arrow Pouch. Ey! Na prima. Mach dich weg. Treff die nicht. Vor allen Dingen, mach dich weg. Ja, genau. Fuck. Ich treff die nicht. Oh, hey. Treff die nicht. Stirb doch. Na gut. Ich glaube, es wird mal Zeit für einen Fall. Fall. Fall? Tschüss. Oh, noch ein. Tschüss. Hä? Komm schon. Hä? Stirb. Boah, was war das? Ja, der Unsterbliche. War genug. Das war ein gedopter Goblin. Ja, aber sowas. Ja. Toll, wie soll ich denn? Ich kann doch jetzt nicht mit dem Messer auf den losgehen, weil der mich dann sowieso immer trifft.
Bow. Ja, die Pfeile, das ist doch kacke. Zero arrows. Du hast das Schwert noch nicht, oder? Ne, das kommt erst viel später, Kevin. Okay. Ja, damit geht's gut. Na danke, wenigstens nicht alle Pfeile. Bow. Vielen Dank, sehr nett von dir. Komische Statuenviech. Dazu habe ich immer Bollerwagen gesagt. Ja, es ist aber eigentlich eine Statue. Du hast allem komischen Namen gegeben. Genau wie Teddybär. Holy Supplement, Holy Supplement. Holy Supplement. Holy Supplement. Holy Supplement. Holy Supplement. Lecker. Und hab auch. Entschuldigung, wenn ich mit dem Messer Hallo sage. Noch eine. Yep. Die werden stärker, Freunde. Nur einen Schlag gebraucht. Ja, jetzt brauchen sie schon zwei Schläge, ja. Ja. Ja, hat mehr Akku. Angel Breath. Akku. Ich mach doch immer. Arrow Pouch. Hallo Teddybär. Fuck. Hau ab. Nee, ist klar. Natürlich. Ja, wann haut der ab? Wenn man ihn auf die Luft genug angreifst. So zum Beispiel. Tschüss. Ich krieg die Geister nie platt. Du musst nur so schnell die Leertaste bearbeiten, dann geht's schon. Ja. Quod erat demonstrandum. Holy Supplement. Checkpoint. Holy Supplement. Holy Checkpoint. Yo. Holy Checkpoint, genau. Holy Checkpoint. Und einmal surfen. Schleimsurfen. Geil. Oh. Schön. Extra Life. Warum auch nicht? Aua. Au. Okay, Bow. Doch wieder ein Pfeil. Oh, toll. Knife. Ab jetzt ist er leer. Geh nochmal hier ins Wasser. Hast recht. Geh nochmal ins Schwimmbad. Das habe ich ganz gerne immer gemacht. Ja, habe ich auch, wenn es da war. Ja. Hallo, Schleimwelle. Angel. Ja, hallo, Wahnsinn. Och nö. Ja, gut, dass das Wasser da ist. Na! Oh, na klar! Ihr spinnt doch wohl! Das ist böse. Oh, oh, oh. 98% health remaining. Na ja, gut, okay, das halte ich nicht aus. Ja, ich zittere. Weißt du, vor Spannung. Deswegen. Und der Typ stottert. Alter! Ich hab eine geile Stoppart. Das Nest. Sehr geistreich hier. Oh, Gremlin auch noch. Nee, ist okay. Kein Problem. Alter, was? Yeah. Holy Supplement. Cool. Da kommt der nächste. Arrow Pack. Holy Supplement. Och nö. Arrow. Ich sammle erstmal hier ein. Ja. Arrow. Fake Door. Arrow Pouch. Arrow Pouch. Arrow Pouch. Boah, geil. So viele Pfeile. Braucht man ja auch. So. Your game has been saved. Ja, bis dahin bin ich auch gekommen. Time. Oh. Time. This relentless. Och, die. Eternal. Die hab ich nicht geschafft. Die ist eklig. Im deutschen The Gate wird übrigens synchronisiert von Anja Stahlhuber. Schön wär's. Centuries? You can't be that old, you're no older than I am. I may look young. But I have seen also I may look young. Mensch. Ostern ist schon vorbei. Irgendwie ist das cool. Never ending. Never story. Changing. It just goes on and on. For
But you can help me escape this endless existence. Echt? I don't really think I can help you. I shouldn't even be here. I'm just trying to find my way back outside. The gate. The gate holds the key to my release. This stairway is a portal. It brings you one step closer. One step closer. I don't know anything about a gate. Look, I don't want to be rude or anything, but you're blocking the staircase. Could you maybe move away? I have never been permitted to pass any further than these stairs. I am forced to stay in this life of eternal misery. Ja. You must help me. You must open the gate. Look, I don't know anything about any gate. And I don't really see how opening a gate is going to help you either. I'm just trying to get out of this living hell so I can help my mother. So you won't help me? No. Mutti. You won't help me. Then you won't pass. Death is too kind for you. But I'm afraid it's the only option I have. Können Sie ein bisschen schneller reden? Ja, wenn nicht. Oh, okay. The Grey Lady is simply a ghost with a lot of speed and a lot of health. If you get too far away from her, she can teleport back to you. The idea is not to get too close and not to get too far away. Aha. She may also call on her little ghost friends to help her. Good luck. Yo. Bo. What? Irgendwas mit dem Fisch, sagt ihr. I'm actually doing you a favor. Ah, fuck. Ow. Aber nicht, du Tante. Das ist Multitasking-fähig. Yo. Alter. Was geht? Aua. Ist das ein Rumgebrülle hier? Aber ehrlich. Two arrows. Wie die denn immer mit einem Fisch ist? Ja, jetzt kein Fisch. Kevin, ab in die Abendschule. Wieso bist du noch da? Yes. Yeah. Ja, sei still jetzt. Halt's Maul. Ich hab die nie hingekriegt. Die ist müde, die spätst du erstmal. That was different. Different? Das war difficult, nicht different. Wonder where she is. Wisst ihr, das war mal anders. Hope the gate she was talking about is the gate out of this castle. Ja, richtig Thomas, du. Toll, ich bin immer noch gewohnt, die Kontrolltaste zu drücken, um schneller zu laufen, aber es geht ja hier nicht. So. Your game has been saved. Nun denn.